Hiobs Prüfung. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Hiob 2, Vers 10. Wärst du gerne reich? Ich meine so richtig reich. Hiob war der reichste Mann weit und breit. Er lebte im Land Uz und dort gab es niemanden, der so reich war wie Hiob. Er hatte große Herden an Tiere. 7000 Schafe hatte er, 3000 Kamele, 1000 Rinder und 500 Eselinnen. Und natürlich hatte er viele Knechte, die sich um seine Tiere kümmerten. Hiob ging es gut. Gott hatte Hiob viel Reichtum geschenkt. Und Hiob liebte Gott. Er war Gott dankbar für alles, was er hatte. Für seinen Besitz, aber auch für seine Kinder. Hiob hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Hiob liebte Gott und tat, was Gott gefiel. Er war wirklich gottesfürchtig. Manchmal machte er sich Sorgen, dass seine Kinder gesündigt haben könnten. Die Kinder trafen sich oft und feierten zusammen. Hiob wusste ja nicht, was hier dort geschah. Deshalb opferte er nach ihren Festen immer Brandopfer für jedes seiner Kinder. Er bat Gott, falls sie gesündigt haben, dann vergib ihnen bitte. So war Hiob. So sehr liebt er Gott. Wie sehr liebst du Gott? Hast du so viel Gutes für dich getan? Er hat die Welt gemacht, er hat deine Familie gemacht. Er hat dich gemacht. Er schenkt dir jeden Tag die Luft zum Atmen. Er sorgt für dich und er liebt dich. Was tust du? Liebst du ihn? Ist er dir wichtig? Hiob liebte Gott. Aber manche sagten, Hiob ist nur so gottesfürchtig, weil er so viel Reichtum von Gott bekommen hat. Satan selbst behauptete es. Er sagte zu Gott, Hiob liebt dich nur, weil du ihn so reich beschenkt hast. Wenn er seinen Besitz verlieren würde, dann würde er dich nicht mehr lieben. Gott erlaubte Satan, Hiob zu prüfen. Du kannst tun, was du willst, aber du durfst Hiob selber nichts antun. So kam es, dass ein paar Tage später ein Bote zu Hiob kam. Es war einer seiner Knechte, der auf die Tiere aufpasste. Er kam sehr schnell gerannt. Hiob sah ihn schon von Weitem. Er wunderte sich, was ist denn los mit ihm? Er sieht ganz verängstigt aus. Der Knecht kam näher und blieb schließlich erschöpft vor Hiob stehen. Hiob, stammelte er. Hiob, es ist etwas Schreckliches passiert. Was ist denn los, wollte Hiob wissen. Wir waren bei den Weiden, begann der Knecht zu erzählen. Wir haben auf die Rinde und auf die Eselinnen aufgepasst. Da kamen plötzlich Feinde aus dem Saba und haben uns überfallen. Sie haben alle Tiere geraubt und deine Knechte getötet. Nur ich habe es geschafft zu entkommen. Deshalb bin ich sofort zu dir gerannt, um es dir zu erzählen. Hiob musste sich setzen. Hiob hatte viele Rinder und Eselinnen. Wisst ihr noch, wie viele? 1000 Rinder und 500 Eselinnen. Sie waren jetzt alle weg und die Knechte waren getötet worden. Das war keine gute Botschaft. Es war eine sehr schlechte Botschaft. Eine Hiobsbotschaft. So sagt man dazu, wenn eine schlechte Nachricht bekommt. Jetzt weißt du auch, warum Hiob eine schlechte Nachricht bekommen hatte. Gerade hat er wieder etwas davon erholt, kam ein anderer Knecht Hiobs angerannt. Schon von Weitem rief er aufgeregt, Hiob! Hiob beruhigte ihn. Was ist denn los? Fragte er. Hiob, wir haben auf die Schafe aufgepasst, stammelte der Knecht. Da kam plötzlich Feuer vom Himmel. Die Schafe und alle Knechte sind gestorben. Alle, nur ich habe überlebt. Noch während der Knecht redete, kam schon ein dritter Knecht. Auch er hatte eine schlechte Nachricht. Hiob, wir haben die Kamele gehütet. Aber dann kamen die Chaldäer und haben uns angegriffen. Sie kamen von drei Seiten, wir hatten keine Chance. Sie haben alle Kamele mitgenommen und alle Knechte getötet. Nur ich konnte entkommen. Drei Hiobsbotschaften auf einmal. Das war viel. Stell dir vor, du bekommst schlechte Nachrichten. Vielleicht wird dein Fahrrad geklaut oder jemand macht dein Lieblingsspielzeug kaputt. Wie reagierst du dann? Wahrscheinlich bist du traurig. Aber was tust du dann noch? Schimpfst du auf Gott? Liebst du Gott immer noch? Weißt du noch, was Satan über Hiob gesagt hat? Er sagte, Hiob liebt Gott nur, weil Gott ihm so viel Reichtum geschenkt hat. Liebst du Gott nur, weil es dir gut geht? Oder liebst du auch Gott noch, wenn du schlechte Nachrichten bekommst? Hiob hörte nicht auf, Gott zu lieben. Er liebte Gott auch im Leid. Er wusste, dass Gott wichtiger war als Reichtum, den er hatte. Aber er ging sogar noch weiter. Kurze Zeit später kam ein vierter Bote. Auch er brachte eine Hiobsbotschaft. Deine Söhne und Töchter waren im Haus ihres ältesten Bruders. Dort haben sie gefeiert. Aber dann kam ein Orkan. Das ganze Haus ist in sich zusammengestürzt. Alle sind gestorben. Erst Hiobs Reichtum und jetzt auch noch Hiobs Familie. Alles war weg. Hiob war traurig. Er war sehr traurig. Er war verzweifelt. Stell dir vor, deine ganze Familie stirbt. Das ist schlimm. Hiob zerriss seine Kleider, um damit seine Traurigkeit zu zeigen. Und dann fiel er auf die Erde nieder. Er fiel vor Gott nieder und betete.
Hiob war Gott weiter gehorsam. Er liebte Gott weiter, auch im Leib. Er sagte, ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich glaube, Hiob konnte das sagen, weil er Gott vertraute. Er wusste, Gott liebte ihn. Deshalb konnte er Gott auch im Leid weiterlieben. Satan hatte nicht recht gehabt. Hiob liebte Gott nicht nur wegen seinem Reichtum. Gott zeigte es Satan. Aber der hatte schon wieder eine neue Idee. Hiob liebt dich doch nur, weil er noch gesund ist. Wenn er auch noch krank wäre, dann würde er dich nicht mehr lieben. Wieder erlaubte Gott Satan, Hiob zu prüfen. Manchmal erlaubt Gott Dinge in unserem Leben und wir wissen nicht warum. Manchmal will uns Gott etwas durchs Leid zeigen. Manchmal leiden wir, weil wir einfach in einer Welt ohne Gott leben und es viel Schlechtes gibt. Aber immer kannst du Gott vertrauen, weil er dich liebt. Deshalb liebe Gott und auch im Leid weiter. Hiob hatte alles verloren und nun wurde er auch noch krank. Von Kopf bis Fuß bekam er Geschwüre auf der Haut. Es tat weh und es juckte schrecklich. Hiob nahm sich sogar eine Tonscherbe, um sich damit zu kratzen. Er litt schrecklich. Es ging ihm wirklich schlecht. Er saß auf der Erde in der Asche und konnte eigentlich gar nichts mehr tun. Hiobs Frau litt auch mit ihrem Mann. Sie hatte gesehen, was alles passiert war. Und sie war natürlich auch traurig über alles. Aber Hiobs Frau war auch sehr wütend auf Gott. Sie schimpfte. Warum glaubst du immer noch an Gott? Warum liebst du ihn immer noch? Sage Gott ab und dann kannst du in Ruhe sterben. Hatte sie nicht recht? Hatte Hiob überhaupt noch einen Grund, Gott zu lieben? Ja, er hatte es. Wisst ihr noch, was er vorher gesagt hatte? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob wusste, dass alles, was vorher ein Geschenk von Gott war. Aber er wusste auch, obwohl diese Geschenke Gottes nun weg waren, liebte Gott ihn immer noch. Hiob konnte Gott vertrauen. Das sagte auch seine Frau. Du redest Unsinn. Wir haben so viel Gutes von Gott empfangen. Warum sollen wir denn jetzt aufhören, Gott zu lieben, weil es uns schlecht geht? Hiob hatte einen starken Glauben und er vertraute Gott. Deshalb konnte Gott auch im Leid weiterleben. Er war Gott weiter gehorsam und redete nicht schlecht über Gott. Hättest du das auch getan? Bist du bereit, Gott auch im Leid zu lieben? Wenn du weißt, dass es dich immer liebt und immer bei dir ist, dann kannst du Gott auch im Leid lieben.